Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich erkläre euch das nochmal mit der ID. Einige haben das ja noch nicht verstanden. Das ist ja gestern noch reingekommen. Ich hatte ja noch gestern mein Video gemacht für die Nachmittagsfolge. Und dort kam das so Stück für Stück rein. Also das war erst noch nicht so ganz, ich will es mal so sagen, so halb ausgereift. Aber jetzt mittlerweile ist das Coole, kann man die Accounts hier tauschen, beziehungsweise wie kommt man eigentlich in so ein Bildchen rein? Das wollte ich euch heute mal nahe bringen. Ihr müsst also auf die Zahnrädchen da unten klicken. Und wenn ihr ja auf diese Doppelpfeile hier klickt, dann könnt ihr den Account switchen. Ja, ich kann jetzt hier einfach meine 5 Accounts, die ich sehr häufig bespiele, einfach ruhig zeigen, denn die E-Mail-Adresse ist weg. Aber die E-Mail-Adresse ist nicht immer weg gewesen und ihr bekommt sie natürlich nach wie vor wieder. Wie, zeige ich euch gleich, aber wie kommt man überhaupt von der E-Mail-Adresse zu so einem, ja, zu so einem Avatar? Das ist ganz einfach. Ihr müsst euch einen schnappen, der bei euch noch eine E-Mail-Adresse hat. Das ist hier zum Beispiel der Chef Toto. Den laden wir jetzt mal. Und da steht nämlich noch die E-Mail-Adresse drin. Den lade ich jetzt einfach mal rein. Und da ist die Musik laut. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Zahnrädchen gehe und auf Verbunden klicke, ja, also einmal hier auf Verbunden, dann komme ich in so einen kleinen Konfigurator. Neu bei der Supercell-ID. Ja. Mit Freunden macht das Spiel noch mehr Spaß, ist normal, ne? Du kannst Freunde nun hinzufügen. Ihr Spielefortschritt verfolgen und sehen, wenn sie online sind. Wir gehen auf Weiter. Und ja, Chefkoch ist halt meine Supercell-ID. Das Ganze kommt auch mit QR-Code, also man kann ihn abscannen etc. Und mit Weiter, ja, da muss man dann halt so ein Avatar wählen. Es gibt noch nicht ganz so viele Avatar zu wählen, aber immerhin, wir nehmen mal Spike hier. Spike aber dann mit einem Hintergrund. Das ist ein bisschen zu kräftig. So ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Und mit Weiter, ja, jetzt kann ich schon meine Freunde, die ich vorher schon hatte, hier hinzufügen. Manche kenne ich gar nicht, weil die aus anderen Spielen sind. Das ist das Witzige. Manche kenne ich gar nicht, weil die aus anderen Spielen sind. Und so sieht das Ganze dann aus. Und dann ist auch beim Chefkoch jetzt die E-Mail-Adresse nicht mehr zu sehen. Aber die E-Mail-Adresse kann man sich natürlich noch anzeigen lassen. Ich will mal wieder auf den Toti wechseln. Denn mit dem wollte ich heute ein bisschen weiterfahren. Und da seht ihr das. Dort kennt ihr, glaube ich, die E-Mail-Adresse auch. Und ihr seht auch, hier unten ist jetzt ein Ausrufezeichen dran. Das heißt also, da hier ist auch eine 2. Es gibt wohl Anfragen hier über die ID. Und tatsächlich hier unten 5 Stück. Das ist das nicht. Das ist QR-Code. Da Freunde hinzufügen. Und die kann ich jetzt alle hinzufügen hier. Klar, das sind ja alles meine Accounts. Den kenne ich allerdings nicht. Ach so, das ist 2 Socken, der hat noch kein Bildchen. Alles klar. So, und jetzt sehe ich dann, welche Freunde von mir online sind. Ihr seht das. Ja, so ein paar habe ich. Fidschi, den habe ich eigentlich gar nicht als Freund. Den habe ich aber in einem anderen Spiel als Freund, nämlich wahrscheinlich in Brawl Stars. Und so sieht man dann hier, wenn die Leute dann auch etwas anderes spielen. Also ich habe das gestern Abend schon, oder habe das einfach mal so ein bisschen beobachtet, so wer ist denn da und wer ist nicht da und wer ist gerade in welchem Spiel. Also schon sehr, sehr interessant. Wenn ihr auf das Zahnrad klickt, dann seht ihr auch wieder eure E-Mail-Adresse. Die kann ich hier ruhig leaken und die könnt ihr auch dann an der Stelle wieder abmelden oder anmelden. Mit Abonnements, weiß ich gar nicht, was da gemeint ist. Ach so, das ist, wenn man News und Updates bekommen will. Richtig. Und dann gehen wir aber mal wieder raus. So sieht das Ganze aus. Freunde, ich suche meine Freunde. Meine Spiele, ihr seht jetzt auch welches, was ich so meine Spiele habe. Tatsächlich spiele ich auch Boom Beach, aber scheinbar ist Boom Beach noch nicht verbunden. Das habe ich auch auf einem ganz alten Tablet nur. Und da verirre ich mich auch nur mal so alle Vierteljahr mal rein. Aber die anderen Spiele hier, Heyday ist auch auf dem ersten Tablet, ich glaube. Ja, okay, Toto macht den Farmer, alles klar. Naja, das nur mal so ein bisschen zur ID erklärt, wer es noch nicht wusste. Und was wollte ich denn eigentlich hier machen? Wo bin ich denn eigentlich hier? Ach, ich bin mit kleinem Free-to-Play hier so ein bisschen rumspenden, noch von gestern. Wo ich hier ja so ein bisschen ein paar Rockets gespendet habe, beziehungsweise nicht Rockets. Mensch, die Super-Lakaien. Und hier sucht der Gegner ein bisschen länger. Das ist Titan 1, glaube ich. Ich wollte eigentlich nicht in Legende. Ich muss wieder ein paar Pokale droppen. Aber Gold kommt mir immer zugute. Elex brauche ich im Moment ein bisschen weniger. Deswegen nehmen wir den ruhig mal mit hier. Ich muss auch noch einen Golem, glaube ich.
glaube ich, verspielen und deswegen können wir das ruhig mal machen hier. Das ist, ja. Ah, ich bin ja ganz heilerlos hier. Stimmt. Stimmt. Ich bin ganz heilerlos. Heieieiei. Ich habe hier die neuen Truppen am Start. Ja, was heißt neue Truppen? Neue Truppen sind das natürlich nicht, sondern das sind eher Truppen, die ich so brauche in dem einen oder anderen Spiel hier. So, der steht auf Boden, das ist schick. Und dann können die hier vielleicht mal rüberspringen. Mal sehen, ob da noch ein paar reingehen. Ja, da gehen ja in jedem Fall ein paar rein. Den World Champion nehmen wir hier auch mit. Und dann sieht das ganz gut aus hier erstmal. Tornadofalle dort ist auch nicht so schlimm. Dann kann es hier weitergehen, dann können die dort weiter springen. Den einmal gefrostet hier. Da waren jetzt, glaube ich, nur ziemlich dicke Truppen drin, die auch diese Riesenbombe abkönnen. So, die zünde ich auch eben mal und oh, da hinten jetzt. Ah, geht ja noch ganz gut ab hier. Allerdings Gold müsst ihr mir holen, Leute. Gold. Ich brauch's Gold. Ich brauch's Gold, damit ich den einen oder anderen Bauarbeiter noch ein bisschen schicken kann. Aber da kriegen wir noch einen Pott. Nicht schlecht. Und gewonnen haben wir auch. Das passt in jedem Fall. Wir machen noch einen zweiten Farmangriff hier. Mit dem Rathaus 13, also mit diesem Rathaus 13, mit dem anderen habe ich gestern noch ein bisschen was gemacht, aber auch nicht mehr so ultra viel. Denn ich musste auch so hier und da in den Klarkriegen ran. Und hätte das fast vergessen, aber mit Thorsten muss ich gleich auch wieder zuspätzle mit Soße. Das Spiel, was ich übrigens angekündigt hatte gegen INTZ, also Spätzle oder GSI Warriors gegen Spätzle mit, gegen INTZ, GSI Warriors gegen INTZ, fand gestern Abend nicht statt, da der ein oder andere leider im Clankrieg drin war. Was haben wir denn hier eigentlich noch am Start? Oh, ein Golem, okay. Golem auf Level 10, Pekka auf Level 9, den kann ich noch nicht so richtig einschätzen, den Pekka. Jetzt hätte ich fast gesagt, okay, der kann nichts ab, aber ich glaube, der war schon angehittet, ne? Der Golem kann dann schon ein bisschen mehr ab hier. Multi-Inferno nochmal drauf. Das ist hier der richtige Tank, so sieht das aus. Und da gehen die nochmal kaputt, aber die holen mir jetzt auch nicht mehr viel, aber mein Gott. Wir haben das Spielchen hier geschafft und 381, okay, das war jetzt nicht so super viel. Wie oft muss ich denn eigentlich den Golem noch machen? Ah, ich muss den nicht mehr machen. Ich muss den Golem nicht mehr machen. Dann kann ich den auch rauslassen hier und nehme lieber noch einen Packer mit rein. Und auch hier 1, 2, passt vielleicht noch ein Packer rein. Ja, da passt noch ein Packer rein, perfekt. So können wir das ruhig weiterspielen hier, so. Ich regge mal eben durch, fordere hier nochmal an, ein bisschen Farmzeug, dann machen wir noch einen Angriff. Und mir war auf jeden Fall heute wichtig, dass ihr das gesehen hattet mit der Supercell-ID, dass man hier jetzt eigentlich cool switchen kann. Und ich glaube auch die Freunde hier haben sich etwas verändert. Ja, also ihr seht auch hier jetzt schön die Bildchen. Und wer es denn durchkonfiguriert hat, so muss man sagen. Klar, meine haben das gemacht, aber auch der Lord Gary oder hier Master Tom, die haben das alle schon durch. Und dann sieht man das mal ein bisschen anders. Das Ganze kommt eigentlich aus Brawl Stars, da gibt es das schon länger mit der Supercell-ID, also diese ganze Verknüpfungsgeschichte auch mit den Freunden. Dass das jetzt natürlich hier spielübergreifend ist, ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und du kannst dann mal deinen Kumpel anrufen und kannst sagen, komm, spiel mal hier ein bisschen Clash of Clans und nicht immer Brawl Stars. Oder aber der Kumpel kann mal durchfunken und kann sagen, Toto, hast du nicht gerade mal Bock so ein Stündchen auf Brawl Stars oder vielleicht auch auf Schreuer. Also kurzer Cut und dann machen wir noch einen Angriff hier. Oh, da haben wir ja doch einen Gegner gefunden. Muss ich immer mein Essen zur Seite stellen, denn die Gegnersuche hat echt lange gedauert jetzt. Aber wir haben doch noch einen gefunden hier. Perfekt, sehr schick. Was wollten wir eigentlich machen? Wir machen mal... So, oh... Queen. Nicht. Nein, das war... Oh, da war ich fast schon ein bisschen zu langsam gerade. Ich habe ja auch nur 4 Heiler dabei. Da war ich fast ein bisschen zu langsam. So, eben mal hier den Hut gebracht. Aber ich habe ja auch eigentlich einen Kopfjäger dabei. So, der flitzt jetzt einmal richtig durch die Base durch hier. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. So, dann nehmen wir den da. Den hier genau davor mit dem King im Nacken. 1, 2, 3 Magier noch hier. Und ja, das, ich weiß, die Armee sieht ein bisschen komisch aus. Aber es ist, das macht nichts. Das können wir ruhig so durchgehen lassen.
Das können wir ruhig so durchgehen lassen, dass die ein bisschen komisch aussieht hier. Oh, jetzt habe ich den schon gezündet. Okay, ja, macht aber nichts. Es macht aber nichts. So, hier einmal in Wallung genommen, beziehungsweise habe ich eigentlich noch... Ah, hier hinten ist noch ein bisschen was an Drache und so. Perfekt. Da haben wir noch unseren Glücksbogi. Auch nicht schlecht. So, wo lebt denn hier eigentlich noch was? Hier, die Heiler sind da noch am Start. Sehe ich jetzt gerade. Oh, Inferno, der tut weh. Naja, okay. Aber Mittwochs wird die Folge eh nicht lange. Ich meine, seltenerweise bringe ich Mittwochs, weil ich ja meistens abends streame, keine Videos raus. Und aber ich wollte das zumindest für euch festhalten, dass ihr da ein bisschen Firma seid und ein bisschen Bescheid wisst. Oh, Mann. Sogar meine Brille vergessen, okay. Naja, immer beim Essen Brille ab, ne? Und dann soll das hier in jedem Fall sein. Wie ich gehe, ihr seht, ich habe jetzt auch schon da oben ein bisschen was geräumt, aber ich glaube, es reicht noch nicht für einen Bogenschützenturm, oder? Ich glaube, es reicht noch nicht für einen Bogenschützenturm. Die sind noch ein bisschen... Ah, 12,8. Okay, 12,8. Aber wir können ein bisschen Elex loswerden für so ein paar Mauern hier. Die bauen wir nochmal eben nach für so ein paar Mauern hier. Denn da, auch da soll es ein bisschen weitergehen. Also, 1, 2, kriegen wir noch eine dritte hin? Ah, nicht ganz, okay. Ich habe noch ein paar Mauerringe. Ich muss mal sehen, wann ich die nehme. Irgendwann zwischendurch werde ich die jetzt lernen. Es gibt ja welche im Pass. Okay, wenn euch das ganz gefallen hat, dann switcht die Accounts. Holt euch die Freunde rein in euren Supercell-Account. Und dann sehen wir uns in den Livestreams mit weißen Videos. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Tschüss.